Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Man hat mir diesen Titel gegeben und gesagt, ich möge ein bisschen darüber reden. Also ich bin viel unterwegs, weil ich eben zu diesem Thema Digitalisierung forsche, auf Digitalisierungsevents in allen möglichen Branchen und wurde gefragt, ob ich nicht ein bisschen so einen Erfahrungsbericht machen kann, was so in Deutschland eigentlich zum Thema Digitalisierung passiert. Das Erste, was mir eingefallen ist, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, dieser CSU-Plan, WLAN bis 2050 auszurollen. Im öffentlichen Nahverkehr. So, das Erste, was mir eingefallen ist zum Thema Deutschland digitalisiert sich. Die deutsche Politik, ich war relativ häufig auf so Events von irgendwelchen Ministerien, wo dann darüber geredet wird, müssen wir hier irgendwie WLAN aufmachen und so weiter. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo sie angefangen haben, sich mit WLAN auseinanderzusetzen, hatten die Leute so gute LTE-Verträge, dass sie eigentlich kein WLAN mehr brauchten. Und das ist, glaube ich, so ein ganz typisches Bild zur Digitalisierung in Deutschland. Aber wir werden auch über ein paar nettere Themen reden. Also was mache ich? Ich bin an der Freien Universität in Amsterdam. Wir sind ein Team von mehr als 25 Professoren, die sich alle irgendwo mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, aber auf einer nicht technischen Ebene. Also wir gucken uns an, was macht das eigentlich mit der Gesellschaft? Ganz einfaches Beispiel, eine Kollegin von mir, die guckt sich an, was passiert durch Roboter in OPs. Also man hatte früher, hat der Chirurg selber im OP operiert, heutzutage wird viel davon digital gemacht über einen Roboter. Das heißt, der Chirurg steht nicht mehr selber im OP, sondern steht draußen hinter dem Roboter und damit verändert sich ganz viel in der sozialen Dynamik, wie zusammengearbeitet wurde. Also eine Krankenschwester bekommt auf einmal eine andere Rolle, ein Anästhesist bekommt eine andere Rolle und auch der Chirurg hat eine andere Rolle, weil er nicht mehr neben den Leuten steht, sondern irgendwie rausgenommen ist. Und was diese technische Entwicklung eigentlich für den Menschen bedeutet, ist, was wir uns angucken. Und jetzt schaue ich mir in der Regel an, wie Neues entsteht. Also man kann das individuell sich angucken unter dem Thema Kreativität. Wir können uns das angucken, wenn Organisationen das machen, unter dem Thema Innovation. Und wir wollen ja hier irgendwie über Urbanisierung reden, Digitalisierung, Urbanisierung. Man könnte ja sagen, eigentlich, wenn wir digitalisieren, dann können wir aufs Land ziehen. Weil Netflix geht da, also vielleicht nicht in Deutschland mit dem Breitbandausbau, da sind wir so ein bisschen, aber eigentlich könnte man ja aufs Land ziehen, brauchen wir dann noch eine Stadt? Wir können ja bei Amazon unsere Sachen bestellen, können mit den Leuten einfach per Skype reden und können irgendwie ganzen Abend lang Netflix gucken. Eigentlich haben wir ja durch die Digitalisierung die Möglichkeit, aus der Stadt rauszukommen, viel einfacher, als das vielleicht vorher der Fall war. Gleichzeitig sehen wir aber einen umgekehrten Trend. Also wir sehen irgendwie auf der ganzen Welt eine zunehmende Urbanisierung, obwohl wir technisch eigentlich viel dezentraler arbeiten könnten als je zuvor. Und das ist so ein bisschen, wo meine Arbeit ins Spiel kommt, weil was kann Digitalisierung besonders gut? Digitalisierung ist besonders gut darin, Routineprozesse zu automatisieren. Wenn ich irgendetwas immer wieder mache, kann ich das automatisieren, kann ich es digitalisieren. Was kann Digitalisierung sehr schlecht? Digitalisierung ist sehr schlecht darin, irgendetwas Neues von sich aus selber zu erstellen. Dafür brauchst du irgendwie den Menschen. Und der Mensch braucht sich gegenseitig und damit sind wir auch dabei, warum die Leute irgendwie immer städtischer werden wollen wahrscheinlich. Ein Grund dafür, dass man irgendwie dieses Wechselspiel zwischeneinander stärker möglich machen kann. Aber da reden wir gleich noch drüber. Das Erste, was ich mitbringen wollte, ist so ein, ich habe hier so ein paar Folien gemalt. Also ich bin auf diesen Digitalisierungsevents und ich höre immer bestimmte Themen, die quasi so kolportiert werden, wo ich mir denke, was möglicherweise wissenschaftlich müssen wir da mal drüber reden. Und eine Sache, die immer angesprochen wird, ist, als ob digital und analog so zwei Welten sind und man will von der einen Welt irgendwie in diese andere rüber. Es gibt diesen Begriff digitale Transformation. Und das ist an sich schon so ein merkwürdiger Begriff, was soll das heißen, dass man dann irgendwie damit fertig ist? Also man hatte analog, man macht dann diese Transformation, auf einmal sind wir digital und das war's dann. Und dahinter steckt so ein bisschen die Idee, dass viele Leute eigentlich so eine Art Fünf-Punkte-Plan haben wollen, das sind die richtigen Schritte und dann sind wir digital und dann ist abgehakt. Und eigentlich ist das so ein bisschen eine unterkomplexe Analyse von dieser ganzen Situation, weil ganz oft, was wir sehen, was irgendwie funktioniert, gar nicht diese Unterscheidung ist zwischen analog und digital, sondern, und das ist was, was wir in Deutschland vielleicht besonders gut können, dass viele Unternehmen inzwischen in der Lage sind, sich anzuschauen, können wir haben ein analoges Produkt, das haben wir irgendwie schon länger gemacht, wir können ja auch nicht Wohnraum digitalisieren, aber können wir im Digitalen einen zusätzlichen Layer schaffen, der einen Mehrwert für das eigentliche Produkt bietet. Ich habe da zwei deutsche Produkte, die mir immer gefallen als Beispiel. Einmal hat jemand Kinder und kennt Ravensburger Tipptoy, ja, ist irgendwie, ist also für die das nicht kennen, das muss man sich vorstellen wie eine Karotte aus Plastik,
die einen Lautsprecher drin hat. Und Kinder können mit dieser Karotte aus Plastik so durch Bücher durchgehen und dann finden sie in den Büchern Sachen, die sie entdecken können, und dann spricht diese Karotte. Und wenn man ein neues Buch kauft, das quasi tipptoy-fähig ist, dann kann man das an den Computer anschließen und lernt diese Karotte auch mit diesem Buch umzugehen. Das heißt, auf einmal ein ganz triviales Produkt Buch wird durch eine digitale Komponente aufgewertet und jetzt wollen diese Kinder Tipptoy-Bücher und nicht mehr die anderen Bücher. Und ein anderes Beispiel ist Thermomix. Hat jemand einen Thermomix? Ja, nicht so viele. Also für die Leute, die keinen Thermomix haben, das ist so eine Art glorifizierter Kochtopf, der selber rühren kann und wiegt und einem sagt, wie man kochen soll. Und das ist eigentlich an sich technisch durchaus zu kopieren. Was die aber geschafft haben, ist, dass sie einen digitalen Layer über dieses Produkt rübergelegt haben, dass man ständig neue Rezepte bekommt, dass irgendwie der Kochtopf einem sagen kann, wann man wie was zu kochen hat, dass es darum eine Community gibt. Und ständig wird versucht, dieses Ding zu kopieren. Und jetzt habe ich gerade gesehen, es gibt dann bei Aldi welche für irgendwie 299 Euro, wenn man so ein Original haben will, kostet das jenseits von 1000 Euro. Und einer dieser Gründe, weswegen das nach wie vor funktioniert, ist eben dieser digitale Layer. Und jetzt habe ich gerade letzte Woche gesehen, dass Lidl so einen neuen gefälschten Thermomix auf den Markt gebracht hat, der jetzt auch mit App kommt, weil sie jetzt auch versuchen, diesen digitalen Layer zu kopieren. Und ich bin ziemlich sicher, dass das eine Katastrophe sein wird, weil das unglaublich schwierig ist, quasi auf diese Qualität zu kommen, dass das wirklich vergleichbar ist, während ich das physische Produkt vielleicht einfacher kopieren kann. Man sieht diese Unterscheidung zwischen analog und digital, auch wenn wir jetzt über Räume sprechen, beispielsweise in der Idee, es gab vor ein paar Jahren diese Welle von virtuellen Teams, wir müssen die Leute nicht mehr zusammen in ein Büro setzen, die können irgendwie virtuell miteinander agieren, dann hieß es virtuelle Teams, das ist die Zukunft der Zusammenarbeit. Andere sagen dann, nee, Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn die Leute sich physisch tatsächlich sehen. Es wird immer gerne so einen Grabenkampf gemacht zwischen denen und zwischen denen. Und wenn wir uns das aber wissenschaftlich angucken, dann funktionieren virtuelle Teams für bestimmte Tätigkeiten ganz wunderbar und Co-Location funktioniert für andere Tätigkeiten ganz wunderbar. Also wenn ich ganz modulare Dinge habe, wie beispielsweise die Entwicklung von einer Wikipedia, dann kann ich das ganz wunderbar in einem virtuellen Team machen. Andere Dinge, wo ich irgendwie stärker eine Kommunikation brauche und stärker entwickeln muss, wo man hin will, funktionieren überhaupt nicht. Und das heißt, eigentlich ist die Unterscheidung nicht, machen wir virtuell oder machen wir analog, sondern was ist denn eigentlich das Problem und wie können wir uns dahin bewegen? Und damit kommen wir zum zweiten Thema, über das ich immer stolper. Wissen ist überall verfügbar. Das ist ein Kollege von mir, ist bei mir ins Büro gepoltert und ich hatte immer so einen Korb mit Süßigkeiten, hatte sich irgendwie drei Rochers reingedrückt und hat sich auf den Stuhl gesetzt und war komplett fertig mit der Welt und sagte es, also er würde nicht verstehen, wenn Wissen sei doch jetzt überall verfügbar, warum das ausgerechnet bei seinen Bachelorstudenten nicht ankommen würde. Und dann haben wir uns damit auseinandersetzt, was das denn eigentlich heißt, Wissen ist überall verfügbar. Das wird ja immer so gesagt und da klingen so ein paar Dinge mit. Das Erste, was da mitklingt, ist, wenn wir alles einfach googeln können, dann brauchen wir keinen Experten mehr. Wozu sollte man mich einladen, wenn man auch einfach nachgucken kann im Internet, was denn die Sachen alle sind? Und das ist eine ganz interessante These, weil was eigentlich momentan passiert, ist, dass das Weltwissen rapide zunimmt. Wir haben 2/3 aller Wissenschaftler, die jemals gearbeitet haben, arbeiten aktuell. Wir haben je nachdem, welcher Studie man da glauben will, verdoppelt sich das Weltwissen etwa alle 8 Jahre momentan. So, das heißt, es ist eine unglaubliche Zunahme an dem, was wir als Menschen wissen. Und wenn wir überlegen, was bedeutet Wissen eigentlich? Wissen ist die Fähigkeit, dass ich eine Information nehme und im Kontext interpretieren kann. Das heißt, ich sehe die Information, ich kann damit was anfangen. Wenn das Weltwissen aber zunimmt, muss ich quasi immer mehr einzelne Sachen wissen, um eine Information in dem Kontext wieder einordnen zu können. Das heißt, tatsächlich ist Wissen nicht überall verfügbar, sondern Wissen wird momentan immer seltener. Dass irgendjemand etwas noch wirklich durchstiegen hat, wird immer seltener, weil man immer mehr Zeit investieren muss, um überhaupt einen kleinen Kontext zu verstehen. Bei mir sieht man das daran, früher, vor 200, 300 Jahren, gab es diese Universalgelehrten, die konnten irgendwie Biologie, Physik, Philosophie, alles gleichzeitig. Bei mir ist schon schwierig, wenn ich gucke, wer 3 Büros weiter sitzt, woran die forschen, was die methodisch eigentlich machen, ist für mich schon schwierig nachzuvollziehen, was genau passiert, weil eben diese einzelnen Inseln an Wissen entstehen. Das heißt, Wissen ist nicht überall verfügbar, sondern Wissen wird eigentlich seltener. Damit wird der Experte wertvoller und nicht weniger wert, weil man den ergoogeln kann. Und gleichzeitig kommen damit eine ganze Menge Probleme. Das Erste ist, dass wir, wenn wir Menschen ausbilden,
dann werden all unsere Fächer auch immer voller Wissen. Wir versuchen immer mehr in die einzelnen Studenten reinzuquetschen. Das, was dann passiert, ist, dass wir eine Erosion der Grundlagen haben. Studenten können quasi dadurch, dass sie sehr viel mehr auswendig lernen müssen, immer weniger die eigentlichen Grundlagen, die wichtig wären, um beispielsweise Wissen zu finden und zu interpretieren. Dann durch dieses Zunehmen an Wissen ist es immer schwierig. Man hatte früher diesen Begriff von ausgelernt. Man hat eine Ausbildung gemacht, dann hatte man ausgelernt, dann hat man das angewendet. Jetzt aber alle 8 Jahre sich dieses Weltwissen verdoppelt, dann müssen wir ständig weiter uns damit auseinandersetzen, was jetzt noch passiert. Das heißt, dieses Ausgelernt funktioniert nicht mehr. Und das bedeutet für uns aber auch, dass wir ein bisschen stärker verstehen können, was stattmacht. Und zwar, wie lernen Menschen eigentlich am besten? Warum gehen Menschen in eine Universität? Als Professor denkt man natürlich, dass die kommen, weil sie einem zuhören wollen. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Die Menschen kommen in eine Universität, weil sie in einem sozialen Kontext am besten lernen können. Sehr wenig Menschen können sich autodidaktisch alles beibringen. Die meisten brauchen in irgendeiner Weise einen sozialen Kontext, in dem sie lernen können. Und Stadt ist ein sozialer Kontext. Ich könnte ja irgendwie ortsunabhängig arbeiten. Gibt ja auch diese digitalen Nomaden. Ein Kollege von mir macht Forschung zu digitalen Nomaden, fliegt dann immer nach Bali, weil das irgendwie kann man abrechnen, und macht dann Forschung mit digitalen Nomaden in Bali. Und was ist das Erste, was auffällt, wenn man zu digitalen Nomaden in Bali forscht? Ja, die sitzen alle aufeinander. So, das heißt, die könnten arbeiten von wo sie wollen, was sie wollen, aber sie sitzen alle in Bali gemeinsam in einem Coworking Space, weil das ist ein sozialer Kontext. Und sie lernen in dem sozialen Kontext, sie tauschen sich darüber aus, was sind die neuen Technologien, was können wir hier anwenden, wie macht man das eigentlich, weil wer hat irgendwie etwas, was man noch lernen könnte und so weiter, und schaffen sich diesen sozialen Kontext in dem sie jetzt quasi ortsunabhängig arbeiten können. Eigentlich so ein bisschen konträr, aber tatsächlich ist das so. Wie wichtig sozialer Kontext ist, hat jemand das gesehen mit diesen, war ein New York Times Artikel über Japaner, die ein großes Problem haben im Alter mit dieser Vereinsamung und wo es jetzt den Effekt gibt, dass die alten Japaner und Japanerinnen Verbrechen begehen, um ins Gefängnis zu kommen, weil sie dann wenigstens einen sozialen Kontext haben. So eine ganz dramatische, war so ein New York Times Artikel, sehr lesenswert, ganz dramatische Entwicklung quasi, was Einsamkeit bedeutet für Menschen und wie wenig wir damit umgehen können. Das nächste Thema, was ich mitgebracht habe, geht so ein bisschen in diese Richtung. Und das quasi beschäftigt sich damit, dass immer wieder behauptet wird, Innovation heißt, Dinge miteinander zu verbinden. Wir müssen in der Lage sein, Dinge, die vorher noch nicht miteinander verbunden waren, zusammenzubringen, dann entsteht Neues. Also Inspiration irgendwie. Wenn wir uns angucken, was eigentlich von uns als neu begriffen wird und was funktioniert, dann ist die Kombination eigentlich fast immer, dass es etwas ist, was sehr stark ein Fundament in bereits Bestehendem hat und eine Verbindung irgendwo anders hinknüpft. Und jetzt versuchen wir ständig, Umgebungen zu schaffen, die es uns einfacher machen, diese Verbindungen zu knüpfen. Beispielsweise haben wir sehr einfache Kommunikationswege. Wir haben jetzt irgendwie Instant Messenger, wir haben E-Mails, wir haben Skype und so weiter. Wir können Leute ständig dabei unterbrechen, was sie gerade tun, um eben diese Inspiration in unsere aktuellen Projekte reinzubekommen. Das zweite Thema, was wir haben, um quasi Inspiration zu kriegen, um diese Wissenspools, sagen wir in der Wissenschaft, wir müssen quasi Wissenspools miteinander verbinden, damit Neues entsteht. Und eine weitere Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir haben Großraumbüros, wir können uns ständig unterbrechen. Es gibt jetzt diese Coworking Spaces, da muss man sich am Anfang registrieren und sagen, welche Fähigkeiten man hat. Dann gibt es eine große Tafel, da steht dran, Friesike, Fähigkeiten, wenige. Dann kann man ihn ansprechen, wenn man irgendwie Interesse daran hat, dazu was zu lernen. Das heißt, wir haben eigentlich aus dieser Idee heraus, dass Neues entsteht dadurch, dass wir Dinge verknüpfen, eine Kultur geschaffen, in der wir die Möglichkeit haben, uns ständig zu unterbrechen. Und das hat ganz interessante Effekte, weil wenn wir uns angucken, wie tatsächlich Neues entsteht, dann ist dieser Inspirationsteil relativ kurz im Vergleich zu dem, was dann passiert. Wenn wir irgendwie wissenschaftliche Durchbrüche angucken, dann kommen die daher, dass irgendjemand Inspiration gefunden hat und dann in Klausur gegangen ist, quasi sich abgeschottet hat von allem anderen und lange nachgedacht hat und bearbeitet hat, bis man zu irgendeinem Ergebnis gekommen ist. Tatsächlich arbeiten wir aber in Arbeitsumgebungen, die das eigentlich unmöglich machen. Also ich an meiner Uni selber, wir haben ein Großraumbüro, da werde ich ständig unterbrochen und komme nie dazu, irgendwas zu tun. Ich sage immer, ich habe 3 Dinge, für die ich bezahlt werde: Denken, Lesen, Schreiben. Und die eine Sache, die ich brauche, um Denken, Lesen und Schreiben zu können, ist Ruhe. Und die Arbeitsumgebung, die mir geschaffen wurde, schafft genau das nicht. Da gibt es ganz spannende Studien. Eine beispielsweise, macht man IQ-Tests mit Menschen und guckt dann an, wenn man den Test nochmal macht und eine Variable verändert, wie sich der IQ von Menschen
durch diese Variablen Änderungen verändert. Und beispielsweise gibt es einen Test, wo haben sie Menschen IQ-Test machen lassen, danach haben sie die kiffen lassen und dann haben sie den IQ-Test normal machen und sehen, dass wenn wir bekifft sind, geht unser IQ 5 bis 10 Punkte runter. Je nachdem. Also es war relativ einfach wohl dafür Probanden zu finden an irgendwelchen amerikanischen Colleges. Jedenfalls, nächste Gruppe macht dann EQ-Tests mit Menschen und schaut sich an, was passiert, wenn wir diese EQ-Tests machen lassen und dabei regelmäßig unterbrechen, so wie heute eine Arbeitsumgebung funktioniert. Und der Effekt war, dass das, was dann passiert mit dem EQ, wie viel schlechter wir arbeiten, etwa doppelt so groß ist im Effekt wie die Leute, die bekifft waren. Das heißt, wir könnten entweder in Großraumbüros arbeiten oder wir können uns irgendwie zuschießen, der Effekt wäre mehr oder weniger für die Arbeit das Gleiche. Wir haben so, es gibt diesen Begriff von schöpferischer Zerstörung, dass quasi was Neues entsteht, was dann, was, das ist so ein schumpeterscher Begriff, dass dadurch, dass was Neues entsteht, wird quasi das Bestehende in Frage gestellt. Und diese Arbeitsumgebungen, die wir zum Teil geschaffen haben, wo wir eigentlich wollen, dass etwas Neues entsteht, das könnte man so zerstörerische Schöpfung nennen, dass quasi das eigentliche Schöpfen immer schwieriger wird in der Umgebung, die zum Schöpfen gebaut wurde. Verwandt damit das nächste Thema, wir brauchen jetzt eine App. Also App kann ich eigentlich durch jede Technologie ersetzen. Wenn ich Produktentwicklung unterrichte mit meinen Studenten und denen erklären will, wie lösen wir eigentlich Probleme, dann teilen wir ein Semester in der Regel in Drittel. Das erste Drittel beschäftigen wir uns nur damit zu verstehen, was ist eigentlich das Problem. Wie kann ich rausgehen und verstehen, was Menschen für Probleme haben, wo der Schuh drückt. Das zweite Drittel ist, dass wir überlegen, welche Technologie könnten wir denn in welcher Form anwenden, um diesen drückenden Schuh zu adressieren. Und das dritte Drittel nennt sich Iteration. Wir drehen uns so lange im Kreis, bis diese Technologie, die wir gefunden haben, und dieses Problem wirklich wie so ein Deckel auf den Topf passen. Und jetzt sehe ich im Zuge der Digitalisierung immer, dass eigentlich diese grundlegende Herangehensweise, wie man Produkte entwickelt, wie man irgendwas entwickelt, was es schon sehr, sehr lange gibt, in Frage gestellt werden, dass nämlich Menschen loslaufen und sagen, wir brauchen jetzt eine App. Und gar nicht sagen, was ist denn das Problem, wo drückt denn irgendwie der Schuh, sondern sagen, wir haben eine Technologie, mit dieser Technologie wollen wir jetzt was machen, weil Technologie. App kann man, wie gesagt, durch alles andere ersetzen. In letzter Zeit wird das gerne ersetzt durch Blockchain. Wir brauchen jetzt Blockchain, ohne dass zwangsläufig jemand verstanden hat, wo das Problem ist, was man damit adressieren könnte. Aber man möchte das gerne machen, weil andere das auch machen. Und ich habe das immer, nenne das, wir brauchen jetzt eine App, weil es gibt dieses Beispiel der deutschen Kfz-Versicherer, die vor ein paar Jahren sich überlegt haben, sie brauchen Apps für einen Schadensfall. Und dann sind alle losgelaufen und haben Apps entwickeln lassen, weil irgendjemand ihnen gesagt hat, man braucht jetzt Apps, Apps ist die Zukunft. Und jetzt haben die alle Apps für den Schadensfall. Ich hatte mal einen Autounfall, man hat so 1 bis 2 Mal im Leben einen Autounfall, das ist ein relativ emotionaler Moment. Ich bin aus Versehen rückwärts, ich wollte so jemandem Platz machen und dann war schon jemand zu nah hinter mir, jedenfalls bin ich dann da reingefahren. Und man denkt erst, Scheiße, was mache ich jetzt, um Gottes Willen? Jedenfalls mein Impuls war nicht, zum App Store zu gehen und zu gucken, ob es dafür eine App gibt, sondern irgendwie zu gucken, ist jemandem was passiert, um Gottes Willen, was mache ich in dieser Situation? War ich noch nie, kann ich irgendwie auf den Zettel schreiben, wie diese Person heißt und so weiter. Das heißt, es ist ein Moment, wo eigentlich diese Technologie überhaupt nicht auf dem Schirm ist der Menschen, die jetzt diese Technologie nutzen sollen. Man müsste schon wirklich ein sehr routinierter Autounfaller sein, damit man weiß, ist kein Problem, ich hatte das gleiche letzte Woche, installieren Sie die App, ist genauso funktioniert das, können wir kurz austauschen, wer wir sind und dann läuft das. Wir haben Ähnliches momentan so mit Virtual Reality, da wird auch gesagt, das können wir eigentlich alles mit Virtual Reality machen, dann setzt irgendjemand das auf und sagt, eigentlich löst das mein Problem nicht richtig. Das ist so ein bisschen Plädoyer, wenn wir über Digitalisierung sprechen, immer nicht loszurennen und zu sagen, diese Technologie, das machen wir jetzt, sondern wie wir vorher auch Produkte entwickelt haben, damit anzufangen zu gucken, wo genau der Schuh drückt. Was durch Digitalisierung sich tatsächlich verändert, ist dieses letzte Drittel der Iteration, weil ich quasi viel schneller und viel mehr Feedback sammeln kann, was ich dann zurückspielen kann in meine Entwicklung. Das ist ein typisches Beispiel, kann man sich irgendwie angucken, wie Tesla und wie Mercedes Autos entwickelt. Ich weiß nicht, wer in letzter Zeit mal in Mercedes gefahren ist, die haben immer noch diese großen Displays und jede Person, die in Mercedes einsteigt, versucht da drauf zu drücken und es geht nicht, weil irgendjemand mal spezifiziert hat, dass man da keinen Touchscreen reinbaut und diese Spezifikation für Automodelle, glaube ich, die sind 3 bis 4 Jahre, bevor das Modell rausrollt, dann wird 7 Jahre das Modell hergestellt. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Inzwischen, also die Spezifikation von den heutigen Autos kann durchaus sein, dass die passiert ist, bevor wir Smartphones hatten. Und jetzt haben wir halt nach wie vor keinen Touchscreen. Und man hat bei
Tesla geht diesen bisschen quasi iterativen Weg, dass sie sagen, ja, viel ist in Software, das heißt, wir können Updates von unseren Autos irgendwann ausliefern. Die haben dann eine zusätzliche Funktion, weil wir Daten erheben können, wie Leute etwas benutzen und was ihnen fehlt. Das heißt, wir haben eigentlich durch Digitalisierung die Möglichkeit, am Ende diese Iteration anders zu gestalten. Wir reden aber immer darüber, dass wir irgendeine Technologie ausrollen müssen. Letztes Thema, was ich mitgebracht habe, wir haben alle eine individuelle Präferenz. Das ist auch so ein Digitalisierungsthema, dass man sagt, naja, wenn wir digital was anbieten und Menschen haben eine individuelle Präferenz, dann wollen wir ja eigentlich, dass wir, wenn wir möglichst nah an diese individuelle Präferenz rankommen, dann können wir ja möglichst gut die Zahlungsbereitschaft abgreifen. Und das ist so ein ökonomisches Modell. Das kennt man, wenn man zu Starbucks geht, dann gibt es irgendwie Kaffee in allen möglichen Größen und mit allen möglichen Mengen an Milch und wird immer teurer. Und je nachdem, wie viel Zahlungsbereitschaft man hat für einen Kaffee, wird einem quasi mehr Geld dafür abgenommen. Und wir haben in Deutschland, wir haben 750.000 Ingenieure, die natürlich alle Ideen haben für bestimmte Funktionen, die man reintun könnte in so ein Produkt, und die sich dann sagen, naja, über so einen Konfigurator könnten wir irgendwie dafür sorgen, dass die Leute sich das genauso zusammenstellen können, wie sie das haben wollen. Und wenn sie das tun, dann sind sie bereit, am meisten zu zahlen. Ich habe mich viel mit 3D-Druck auseinandergesetzt, weil man sich diese Communities gut anschauen kann, wie die designen, wie die zusammenarbeiten, wie da irgendwie Neues entsteht. Und vor 5 Jahren wurde erzählt, 3D-Druck, das hat in 5 Jahren jeder, das wird quasi die nächste industrielle Revolution. Hat jemand einen 3D-Drucker? 2, sehr gut. Das ist mehr als andere Räume. Was wir halt sehen, ist, bei 3D-Druck kann genau das. Ich kann individuelle Lösungen schaffen, hat aber dafür quasi diese Kosten, dass ich erstmal das Design machen muss, das irgendwo runterladen muss, das adaptieren und so weiter. Und was wir sehen, ist, dass dieses Interesse, eine individualisierte Lösung zu bekommen, immer überinterpretiert wird. Das heißt, die Menschen, wir sind alle ignorant, nur auf anderen Gebieten. Jeder von uns interessiert sich für eine individuelle Lösung irgendwo, aber in meisten Gebieten unseres Lebens eigentlich nicht. Da wollen wir eine Lösung, die irgendwie so kuratiert ist, dass wir die verstehen, warum das eher als das. Aber damit sind wir dann auch zufrieden, wenn uns jemand sagt, das ist schon in Ordnung so. Kennt jemand dieses My Müsli? Ja, die sind vor so 10 Jahren oder so sind die gestartet, dass man online sich einen Müsli zusammenklicken kann. Und dann hat man ein individualisiertes Müsli, wo irgendwie wahnsinnig viel Schokolade drin ist oder was ich anklicken würde. Und was machen die jetzt? Jetzt kann man im Supermarkt irgendwie fertig gemischte Mai-Müslis kaufen, weil die meisten Leute halt doch keine Lust haben, sich durchzuklicken, wie genau ihr Müsli konfiguriert sein soll, sondern die wollen halt ein Müsli, was schmeckt. Und noch extremer ist es, es gibt so Studien, die sich angeguckt haben, wie das mit Parfum aussieht. Menschen haben tatsächlich eine geringere Zahlungsbereitschaft für ein Parfum, das sie selber getuned haben, das sie selber zusammengestellt haben, als eins, wo draufsteht, das riecht, wie Karl Lagerfeld will, dass sie riechen. Ich habe dieses Bild hier mitgebracht mit den grauen, genau, das als quasi persönliche Anekdote. Ich habe eine Küche renoviert und ich wollte eine Betonarbeitsplatte haben. Und habe dem gesagt, ich hätte die halt Arbeitsplatte soll aus Beton gießen. Und da ist der Mensch zu mir gekommen, der Handwerker hat gesagt, ja, was für ein Beton, nämlich Betongrau, wie halt so Beton ist. Und ja, er würde dann zurückkommen, das sind die tatsächlichen Sample, die er mir gezeigt hat, von Grautönen, die es gibt für Beton, und ich solle mich für einen entscheiden. Also ich glaube, ich habe D, und jedes Mal, wenn ich in diese Küche gehe, denke ich mir, dass möglicherweise ein anderer Grauton doch besser gewesen wäre. Wenn er mir das nie gezeigt hätte, wäre ich zufriedener. Es nennt sich Paradox of Choice. Je mehr Optionen wir jemandem geben, desto unzufriedener sind wir mit der Wahl, weil wir nicht nur eine Entscheidung für etwas, sondern auch gegen alles andere treffen. Das kennen Sie aus Restaurants, wo es irgendwie 20 verschiedene Gerichte gibt und egal, was man bestellt, irgendjemand anders am Tisch bekommt was leckerer aussieht. Wenn wir quasi weniger anbieten, passiert das nicht. Das nächste Problem, was wir haben, nennt sich Decision Fatigue. Wir können tatsächlich immer, also Entscheidungen zu treffen, muss man sich vorstellen, wie so ein Reservoir, und im Laufe des Tages wird es für uns immer schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, mit je mehr unsinnigen Entscheidungen wir uns rumschlagen, wie beispielsweise wie viel Milch wir in den Kaffee nehmen bei Starbucks, desto schlechter sind wir irgendwann, wichtige Entscheidungen zu treffen. Und das dritte Problem ist, das nennt sich so Inability to Express Our Taste, also die Unfähigkeit, unseren eigenen Geschmack überhaupt zum Ausdruck zu bringen. Das kennen Sie auch, wenn Sie irgendwelche Leute mal zu Hause besuchen und die sind schrecklich eingerichtet, dann sind die nicht schrecklich eingerichtet, weil die das schön finden, sondern in der Regel, weil sie nicht in der Lage sind, quasi ihren Geschmack auszudrücken. Also ganz oft, deswegen gibt es ja sowas wie Innenarchitekten, ganz oft nehmen wir einfach an, dass Menschen in der Lage sind, ihren eigenen Geschmack zum Ausdruck zu bringen. Tatsächlich ist das aber viel seltener der Fall, als man denken würde. Deswegen ist es oft gut, sie an die Hand zu nehmen und zu sagen, so macht man das richtig und nicht einfach mach, wie du möchtest, und dann sieht es aus wie bei Leuten, wie Hempels unterm Sofa.
So, also was bedeutet das alles für uns? Warum Digitalisierung, Urbanisierung? Weswegen ich das erzählt habe. Ich wollte erzählen, dass es gibt nicht die Digitalisierung, es ist nicht die Musterlösung und so machen wir das jetzt alle. Und eigentlich ist, es gibt auch nicht den Weg zur Digitalisierung, das ist auch nicht irgendwann fertig, sondern das ist irgendwas, was wir, Digitalisierung kann man sich als Bild so ein bisschen vorstellen wie ein Pilz. Pilze können so Geflechte im Wald entwickeln, die sind bis zu einem Quadratkilometer groß und umspannen damit eigentlich alles, was sonst so wächst. Und eigentlich ist das ein Bild, was für Digitalisierung auch ganz gut funktioniert. Es gibt eigentlich kaum noch Lebensbereiche, die nicht in irgendeiner Art und Weise davon betroffen sind, dass sie digitalisiert sind. Das heißt aber nicht, dass dass alles andere dann verschwindet, sondern dass wir das Digitale aus der Gesellschaft eigentlich nicht mehr rauskriegen. Und wir haben, wenn wir uns über Digitalisierung unterhalten, auch so in gewisser Weise ein Problem, weil wir haben auf der einen Seite wird die Welt immer komplexer, wenn man über Wissen geredet, wir müssen eigentlich immer mehr Energie investieren, um wirklich etwas zu verstehen. Und gleichzeitig müssen wir durch die zunehmende Digitalisierung aber adaptiver werden. Und das ist in gewisser Weise so ein Zielkonflikt. Wir müssten mehr Zeit investieren, um es zu verstehen, und gleichzeitig will die Welt, dass wir flexibler auf Neuigkeiten reagieren können. Und das, was ich eigentlich mitgeben möchte, ist, dass das Wichtigste, wenn man sich mit Digitalisierung auseinandersetzt, ist eigentlich die Auseinandersetzung und der Dialog selber, dass wir uns schauen, was bedeutet das denn in unserem Kontext, und nicht, dass wir auf jemanden warten, der uns alles erklären wird, wie wird das gemacht, sondern dass wir aktiv in die Diskussion gehen darüber, was das in unserem Kontext bedeuten könnte, und dass man das schrittweise nie ignorieren darf, also dass man quasi sich immer damit beschäftigen muss, was bedeutet das, was können wir als nächsten Schritt machen, anders werden wir nicht in der Lage sein, irgendwie zu digitalisieren.